Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute geht es um ein Thema für Anfänger. Und zwar, stellt euch vor, jemand hat gerade erst mit dem Optionshandel begonnen. Und jetzt hat er vielleicht ein, zwei, drei Strategien kennengelernt. Und dann hat er von mir auch noch gehört, dass es in den ersten 6 Monaten gar nicht darum geht, Geld zu verdienen, sondern erstmal das Ganze wirklich kennenzulernen, reinzukommen, mit wenig Risiko zu handeln. Und jetzt stellt er sich vielleicht die Frage, und die stellst du dir vielleicht auch, naja, ist es denn nicht so, dass, oder andersrum gesagt, mit welcher dieser Strategien soll ich denn starten? Soll ich nur eine Strategie nehmen oder soll ich vielleicht drei Strategien? 1, 2, 3, soll ich 3 Strategien nehmen? Also das heißt, soll ich mich gleich von Beginn an ein bisschen breiter aufstellen oder soll ich erstmal nur eines machen? Und meine Gedanken zu dem Thema, die gibt es jetzt hier in diesem Video. Du hast angefangen mit dem Optionshandel. Das heißt, du hast vielleicht ein Buch gelesen, du hast dir vielleicht einen Online-Lehrgang gekauft, du hast dir YouTube-Videos hier angeschaut, Webinare gemacht, du hast, was weiß ich, also du bist reingekommen und jetzt hast du ein paar Strategien kennengelernt. Und jetzt fragst du dich, okay, mit was fange ich an? Und zuallererst solltest du immer mit dem anfangen, das ist zumindest meine Empfehlung, was am risikoärmsten ist und was dir dennoch einen guten Einblick in den Optionshandel bietet. Also, ich zum Beispiel bin ja tendenziell ein Optionsverkäufer, ne? Das heißt nicht, dass ich nicht auch mal eine Option kaufe, aber tendenziell verkaufe ich schon mehr Optionen. So. Und das heißt, ich würde vielleicht starten mit Dingen wie Cash Secure Put oder aber auch mit dem Short Put System, mit dem Short Put System, mit Spreads zum Beispiel. Also das wären so Dinge, die am Anfang definitiv Sinn machen würden. Jetzt sagst du dir aber vielleicht, naja, ich möchte aber auch mal Strangles machen oder ich möchte vielleicht auch mal Future-Optionen handeln. Ich möchte vielleicht einen Butterfly handeln oder ein Iron Condor oder ein Kalenderspread oder was auch immer. Ne? Es gibt ja tausenderlei Möglichkeiten. Und da bitte ich dich aber einfach mal wieder, dich ein bisschen zurückzuerinnern an andere Dinge, die du in deinem Leben gelernt hast. Und weil ich jetzt aber einmal schwimmen gehe, ja, wieder ein bisschen regelmäßiger, finde ich, ist das Schwimmen ein sehr, sehr schönes Sinnbild. Wenn du schwimmen lernst, dann lernst du Brustschwimmen. Ne? Also die meisten Kinder, also mir ist es jedenfalls nicht anders bekannt, die starten mit dem Brustschwimmen. So, und jetzt brauchst du natürlich am Anfang, ne, da bekommst du, ich weiß es jetzt gerade noch von meinem Kleinen, dann bekommst du das Seepferdchen. Das heißt, du musst irgendwie ins Wasser springen können und du musst irgendwie, ich glaube, 25 Meter schwimmen oder sowas und dann bekommst du das Seepferdchen. So, und dann heißt natürlich üben, üben, üben. Ne? Das heißt also oft mit Mama und Papa zum Schwimmen gehen, in den Pool springen im Sommer, im Winter ins Schwimmbad gehen und trainieren. Nicht trainieren jetzt auf in die Geschwindigkeit, sondern einfach, dass es eben reinkommt. Ne? So, und überleg mal, wenn jetzt diesem Kind sagen würdest, wenn er die erste Schwimmstunde hatte und du hast ihm zum allerersten Mal gezeigt, wie jetzt Brustschwimmen geht, er sagt so, und nächstes Mal machen wir dann noch Rückenschwimmen. Und beim übernächsten Mal machen wir Kraul und beim überübernächsten Mal, da machen wir dann noch Delfin. So. Das heißt, das macht doch gar keinen Sinn, sondern du würdest doch sagen, mach doch erstmal das eine richtig und wenn du richtig Brustschwimmen kannst, dann fangen wir zum Beispiel an mit Rückenschwimmen oder mit Kraul. Ne? Also, da machst du doch, da sagst du, okay, fang mit dem Einfachen an und dann kannst du, wenn du das perfekt beherrschst oder zumindest sehr gut beherrschst, wenn du, da kannst du dich immer noch verbessern, aber wenn du das sehr, sehr gut beherrschst, wenn es da keine Probleme mehr gibt, wenn du deine Armbewegung richtig machst, deine Beinbewegung, wenn der Kopf nicht mehr unter Wasser geht, wenn der Pups nicht allzu tief hängt und so weiter, dann fängst du an das nächste Mal. Und genauso würde ich dir empfehlen beim Optionshandel. Das heißt also, konzentriere dich die ersten Monate wirklich mal auf eine einzige Strategie. Das heißt also, wenn du eher so ein bisschen Investor bist, dann mach halt Cash Secure Puts. Wenn du sagst, na, ich möchte eher so in den Trading-Bereich, dann mach von mir aus Short Put System, gern auch als Spread, also handel von mir aus am Anfang Bull Put Spreads, ne, damit du abgesichert bist. Und dann handel da einfach, mach das mal 6 Monate lang durch und fokussiere dich vollkommen darauf. Warum? Nochmal der Vergleich mit dem Schwimmen. Wenn du jetzt sagst, du hast jetzt einmal oder zweimal in der Woche lernst du schwimmen
60 Minuten Zeit und jetzt sagst du, okay, Viertelstunde das, Viertelstunde das, Viertelstunde das, Viertelstunde das, also jeweils 15 Minuten, eine andere Schwimmart, wird dir das was bringen oder würde es dir nicht viel mehr bringen, wenn du sagst, eine Stunde lang Brustschwimmen, eine Stunde lang Brustschwimmen. Ja? Ich glaube, gib mir jetzt hier recht, eine Stunde lang Brustschwimmen. Und genauso wird es natürlich hier mit dem Training sein. Wenn du also sagst, okay, ich mache jetzt nur mal Bullput-Spreads oder ich mache jetzt nur Bergcrawl-Spreads, also Spreads, oder ich mache Short-Put-System, was auch immer, spielt eigentlich keine Rolle. Aber wenn du dich auf eine Sache konzentrierst, dann macht das eben viel, viel mehr Sinn. Du lernst es viel besser, du bist viel mehr in den Details drin, als wenn du sagst, ah, jetzt mache ich noch ein Butterfly dazu oder jetzt mache ich irgendwie noch einen Kalenderspread dazu oder sonst irgendwas. Ne? Ja, es ist schon wichtig, dass du am Anfang sagst, nachdem du die ersten Dinge hast, du weißt auch, da gibt es noch was anderes. Ja? Aber du musst es nicht gleich alles selbst machen. Werde in einem sehr, sehr gut und dann kannst du sagen, und jetzt als Ergänzung nehme ich das nächste dazu, was darauf auch aufbaut. Weil jemand, der sehr, sehr gut Brustschwimmen kann, dem wird es leichter fallen, dann auch das Rückenschwimmen zu lernen und das Kraulen, als wenn er sagt, na, das eine kann er nicht so richtig, fangen wir schon mal mit dem nächsten an. Deswegen mein Tipp, um die Frage von ganz zu Beginn zu beantworten, starte mit einer Strategie, zieh die 6 Monate durch und wenn du dich dann richtig wohl in dieser Strategie fühlst, na, wenn du sagst, jawohl, da habe ich jetzt vieles mal mitgemacht, ich habe mal Fehler gemacht, ich habe auch mal aus meinen Fehlern gelernt, dann sagst du, okay, dann nehme ich die nächste. Und es wird ohnehin so sein, dass du im Laufe der Zeit viele, viele Sachen ausprobierst. Ich habe, glaube ich, jede Strategie, die es im Optionshandel gibt, ausprobiert und bin am Ende auf 2, 3 wieder zurückgekommen. Ne? Kannst du aber nur, indem du mal alles ausprobiert hast. Du darfst auch natürlich, oder du solltest nicht, du darfst ja alles, aber du solltest das vielleicht nicht gleich in den ersten 3, 4, 5 Monaten machen. Ne? Sondern da solltest du dich wirklich auf so eine Basisstrategie konzentrieren. Und wenn es ohnehin darum geht, in den ersten 6 Monaten keine allzu großen Fehler zu machen, aus denen du lernen kannst, das ganze Handling kennenzulernen, ne? Dann ist es eigentlich auch egal, was da, dann muss auch deine Motivation sein, ich lerne so viel wie möglich und du brauchst nicht den Anspruch zu haben, der beste Trader der Welt zu werden. Also ich glaube, Michael Phelps, der Superstar unter den Schwimmern, ne? Der hat auch nicht nach 6 Monaten Training das erste Mal die Olympiade gewonnen, sondern das hat ein bisschen gedauert. Okay? In diesem Sinne. Ich bin gespannt auf eure Meinungen. Schreibt mir auch mal rein, mit was habt ihr denn angefangen? Was waren denn eure allerersten Strategien? Seid ihr noch dabei? Macht ihr mittlerweile andere? Was habt ihr probiert? Und ich freue mich immer auf eure Kommentare. Wir hören und sehen uns. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.